So, aber die Ehrung beim Gartengisi. Was machen wir heute, Freunde? Ja, Mitte September. Es ist heute noch herrliches Wetter. Soll ziemlich kalt werden die nächsten Tage, schon bis zum Gefrierpunkt. Ihr wisst, ich bin ein bisschen höher gelegen. Bei mir ist die Saison nicht so lang. Deswegen machen wir heute einen ordentlichen Gartenrundgang und schauen mal, wie es bei mir so ausschaut. Legen wir los, Freunde. So, Dula, wir fangen wie immer bei der Kräuterspirale an. Ihr seht, Wildwuchs. Ja. Man hat sich jetzt auch nicht so viel darum kümmert. Man nimmt halt ab und zu mal, erntet mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen was von dem Zeugsel trocknen, einlagern, damit wir was für den Winter haben. Aber es hängt eh schon genug rum und die Gläser sind auch schon alle voll. Aber es ist genügend da. Schaut nicht schlecht aus. Gut, gehen wir weiter. Schauen wir zu den Bohnen. Ja, also Mai, man sieht's. Wie gesagt, da geht es auch dem Ende zu. Das waren die Bohnen mit der Startschwierigkeit. Haben wir bei mir alle Bohnen dieses Jahr gehabt, dass ich alle zweimal aussehen habe müssen, weil die erste Charge nicht gekommen ist. Da war einfach die Bodentemperatur anscheinend zu kalt noch. War nicht, aber die Hitze hat ihnen jetzt gut getan. Wasser haben sie genügend gekriegt. Es hängen schöne Böhnchen drin, würde ich mal sagen. Wir haben geerntet wie verrückt. Man wird es dann da hinten gleich bei den Buschbohnen noch sehen. Murre ist noch schwer am Ernten bei den Buschbohnen. Mama, wie viel Kilo sind es schon? Ich glaube so um die 90 Päckchen. Gewogen habe ich sie nicht. Um die 90 Päckchen Bohnen, schreit Murre von da hinten gerade. Also, wenn jedes ein Tönchen gibt, dann bin ich für die Klimaerwärmung verantwortlich. Okay, du gehst so, ich hupf so. Dann machen wir mal den großen Lüpferich hier. So, was haben wir hier alles? Schaut richtig gut aus. Da vorne, das waren so Grünkohl-Verreckerli-Pflanzen. Die sind auch ein bisschen hinterher. Hier haben wir einen anderen Grünkohl, also Grünkohl. Ich glaube, wer jetzt den letzten Gartenrundgang gesehen hat, der weiß, es wird grünkohllastig hier bei mir. Ich habe schon so viel Grünkohl eingefroren, ich kann es euch gar nicht sagen, wie viel Grünkohl ich schon eingefroren habe. Also das ist, und das, ihr seht es, ich habe jetzt immer nur das, was jetzt hier so runterhängt. Das habe ich weggeschnitten, eingefroren, weggeschnitten, eingefroren, weggeschnitten, eingefroren, weggeschnitten, eingefroren. Gegessen, Grünkohl, dass er mir schon bei den Ohren raushängt, aber es ist ja für den Winter. Und also, magst du Grünkohl? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Du wirst Grünkohl mögen müssen dieses Jahr. Es wird verdammt viel Grünkohl geben. Es wird auch mehrere Grünkohlrezepte dieses Jahr geben. Weil wir haben einfach mächtig viel. Rosenkohl. Rosenkohl sieht auch super aus. Da habe ich jetzt eigentlich das, was ich letztes Jahr machen wollte. Kommst vielleicht mal her, dann sieht man es. Hier sind jetzt schon die größeren, habe ich geköpft. Ich in der Hoffnung, mal schöne, dicke, fette Röschen zu kriegen. Die anderen werde ich nach und nach auch noch köpfen. Schauen wir mal, ob das einen Vorteil hat. Letztes Jahr hatte ich Unmengen an Rosenkohl, aber sehr kleine Röschen. Dieses Jahr, wie gesagt, eben geköpft. Das habe ich jetzt auch das allererste Mal gemacht, ansonsten habe ich einfach immer wachsen lassen. In der Hoffnung mal so. Das ist blöd, wenn ich so mache, um also dicke Rosen zusammenzubringen. Okay, Freunde, schauen wir zum nächsten. Gut, schauen wir da rein. Ich komme mal zu dir, dann ist es einfacher. Da haben wir Sellerie. Ja, das sollte in der Theorie ein Knollensellerie werden. Ja, von der Knolle sieht man da jetzt noch nicht viel. Da war ja wohl vermutlich einen Tacken zu spät dran, oder besser gesagt, ich war ja in der Hoffnung, dass wir doch ein bisschen eine längere Saison kriegen, als wie es jetzt so ausschaut. Aber mal gucken, wir lassen das mal einfach stehen. Das Grün kannst du ja auch verwerten, ist auch kein Problem nicht. Nicht so tragisch. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was. Wenn nicht, bin ich nicht der Riesensellerie-Fan. So, schauen wir noch mal da rein. Da haben wir. Kannst du diese Pflanze erkennen? Es ist Grünkohl. Ich mag Grünkohl einfach sau gerne. Ich esse den ab und zu mal so.
mag das. Mal schauen, ob du das auch magst. Und das ist einfach so ein Beet, das sind Pflanzen, ich konnte sie nicht wegschmeißen. Und jetzt habe ich Grünkohl. Roh ist ja gar nicht so verkehrt, ja, gell? Kann man schon essen. Mal einen interessanten Geschmack. Dann hier, Pak Choi, mega überreif. Also der ist fällig, aber er schaut gut aus. Ich würde hier mal sagen. Oh, Kameramann ist in meinem Urwald gleich zu Hause. Also man sieht hier unten, der hat richtig schön dick gebildet. Aber der muss jetzt körigst mal gegessen werden. Noch ein bisschen paar Rosenkohl, auch so Verreckelis. Schauen wir zum Hochbeet, wie es da ausschaut. Ja, nein. Ich sag's wie es ist. Manchmal kommst du nicht mehr hinterher. Und hier draußen nicht geschützt, gell? Die Tomate, meine Fake Bayaya. Die. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen mit dem rechtzeitigen Ernten. Da ist so viel drin gehangen. Jetzt fliegt halt da mal wieder eine runter oder so. Da ist noch einiges, das werde ich jetzt dann demnächst mal noch rausholen. Nächste Runde Soße kochen. Also ich glaube. Alleinig das bisschen da, das waren 15 Kilo Tomaten, nee, mehr. Jetzt wiegen soll nicht Hirsch. Also, war unglaublich. Und es ist jetzt geschmacklich nicht die Wahnsinnstomate, aber sie hat einfach Menge und Masse gebracht. Und Menge und Masse ist auch nicht verkehrt, das nimmt man mal mit. Da, Nachzügler Mangold. Der steht gut da, weil den kann ich bis ins Frühjahr stehen lassen. Der kommt jetzt nicht mehr in die Blüte, weil es wird erst kalt. Das macht er dann erst nächstes Jahr. Das Gegenteil sehen wir dann gleich da drüben. Und hier ist Rettich, verschiedener noch. Mei, bisschen Erdflohbefall, ja, ist da. Aber die Erfahrung hat gezeigt, da kommt noch was hin. Das wird noch was. Dann hat, kann es sein, dass ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass ich das jetzt dann halt einmal endlich abernten muss? Freunde, es ist, man kommt einfach nicht immer zu dem, was man gerade will. Und hier haben wir den gleichen Fall. Man kommt nicht dazu, was man will. Das war ja, das gesagt, ist ja mein altes Hochbeet, wo jetzt kaputt geht. Da habe ich ja bloß noch Mangold reinpflanzt und es sind Unmengen von alten Kartoffeln vom letzten Jahr aufgegangen. Die habe ich jetzt, halt, man sieht, das Laub ist durch. Ich werde jetzt dann einfach hergehen und komplett das, was am Mangold noch brauchbar ist, rausschneiden, einfrieren. Wobei, wir haben eine neue Gefrierer gekauft. Ich habe zwei neue gekauft. Die alte, weil es jetzt alt war und wegen dem Stromverbrauch. Und dann haben wir nochmal eine gekauft, weil es ist so viel zum Einfrieren. Aber ist auch mal schön. Macht man doch. Und ich glaube, mit den zwei neuen Gefrieren brauche ich weniger Strom als mit den letzten. Also, schauen wir mal. Was die Kartoffeln da so sagen. Bauen wir mal in eine Nei. Ja super, dann wenn man eine haben will, dann findet man keine, oder? Ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern, letztes Jahr Kartoffelverkostung. Schaut sie mal an. Da ist diese Sorte, haben wir nur so kleine rausgebracht. Jetzt kommen solche Oschis vom letzten Jahr. Für das, dass ich keine Kartoffeln da drin haben wollte, würde ich sagen, können wir zufrieden sein, ne? Ja, schaut gut aus. Passt! Alles klar. So, wir hopsen jetzt ein Stückchen weiter. Ich mache es noch schnell zu und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, sind wir beim Kürbis. Der Hochgebirgs Hokkaido ist ausgefallen, den habe ich nämlich schon geerntet. Ja, der war oben und der war so am Abreißen und dann haben wir gedacht, tust runter. Ich habe aber bestimmt, also ich habe die meisten Kürbisse sind geerntet, ist durch. Da hängt noch ein Exemplar. Da kommt jetzt auch nichts mehr hin. Den werde ich jetzt mal die Tage mal noch wegnehmen. Oder bevor, wie gesagt, wir sollen tatsächlich schon 0 Grad kriegen, also Richtung Frost, kommt es weg und dann hat, boah, war es das mit Kürbis, aber ich bin
hochgradig zufrieden. Aber einen lustigen Kürbis zeige ich euch nachher noch. Da hat mir einer einen Streich gespielt. So. Warte mal. Da haben wir noch halbwegs schön. Da. Nicht, dass wir verhungern unterm Weg. Ja. Hm? So schlecht sind sie nicht. Sie sind nichts Besonderes, nicht, aber. Nö, aber schlecht sind sie jetzt auch nicht. Wie gesagt, zum Soßenkochen tut es dreimal. So, was haben wir hier? Ja, ein bisschen verkalkuliert. Trotz auch Herschenk und allem nicht mehr hinterherkommen. Das ist alles schon Endivi. Die neuen Zuschauer, mein alter Trick. Baut die Dinger in Schneckenkriegen an. Dann werden die schön kompakt und flautschen nicht so am Boden. Wunderbare Sache. Klappt einwandfrei. Und ich habe mir neue Endivis besorgt. Nicht vorzogen, ein paar besorgt noch. Die kommen dann mit ins Gewächshaus. Die sollen da über den Winter wachsen. Das klappt auch. Dann sind wir beim Mutters 90 Päckchenprojekt, das mit Sicherheit noch auf ein paar hundert hochgehen wird. Also nicht ein paar hundert, aber über 100. Die letzten Buschbrodeln. Siehst du was? Ja. Mama ist gerade noch fleißig am Brocken. Die sind jetzt auch schon eigentlich schon bald drüber, aber das geht schon noch. Das ist okay. Da findet man noch mehr als genügend. Und wie gesagt, wir haben so viel eingefroren. Wenn ich jetzt noch sowas habe oder sowas und ich lasse es dann noch trocknen, ja, probieren wir mal, ob man da Richtung Trockenbohne irgendwas machen kann. Ich meine, die wären ja nicht schlecht. Dass man da noch was arbeiten kann. Und ansonsten gibt es halt ordentlich Saatgut. Ist ja auch nicht verkehrt, braucht man ja auch. So, gucken wir, was die da Mädchen machen. Nee, gucken wir nicht. Brutal ist, Leute, dieses Jahr Paprika. An alle Ecken und Enden haben wir Paprikas. Wir haben jedes kleine Töpfle, wie halt immer, mit so überständigen Paprikas vollbaut. Da hast du normalerweise dann so eine Handvoll Bonus quasi. Ja, Pfeifendeckel, hä? Wie das voll hängt. Alles voll Paprikas. Alles voll. Ja, kriegst du nochmal was zum Probieren. Alles voll. Auch verschiedenste Sorten. Da ist wieder andere. Die darf ich essen. Super. Paprika, der Knaller. Ihr seht nachher noch viel, viel mehr Paprika. Eigentlich eine schwierige Kultur. Meiner Meinung nach. Ordentlich Paprika herzukriegen ist gar nicht so leicht. Aber man sieht, vieles aus Jahr. Dieses Jahr total. Sau gut. Tomaten, die täten eigentlich noch wollen, gell? Man sieht schon. Da kriegst du noch mal was. Oh. Dass du mir nicht hungrig heimgehst. Gute. Ja. Die gute Iva Sweet White. Da muss ich jetzt dann auch noch die Tage noch mal durch. Schon Hammer, oder? Die sind einfach geil. Boah, jetzt ein bisschen warm vom Strauch. Ein Hochgenuss. Dafür alleine rentiert sich die ganze Arbeit schon, Freunde. Absolut. Nee, die Däden wollen, aber wie gesagt, wenn wir jetzt dann in der Nacht wirklich, wir sollen die ganze nächste Woche bloß eine Temperatur von 1 Grad oder teilweise gefrieren, das werden sie nicht überleben. Das war's dann. Ich werde das jetzt, wie gesagt, noch abernten und ja, mal so ist es. Solche Sachen, Moment, zeigen wir mal. Beabsichtigterweise. Die ist jetzt ja eigentlich noch nicht ganz reif. Die werde ich dann auch alle runter machen, komplett runter machen. Die legt man hin, die lässt man nachreifen. Die kriegen nicht mehr das volle Aroma, logischerweise. Aber für Soße kochen geht es allerweil noch. So, schauen wir ein Stückchen weiter daher. Ich muss noch mal fertig essen. Ich komme gar nicht mal hinterher. Die Tomate des Jahres, schau dir mal den Buschen an. Ey. Unglaublich. Und was kommt raus? Was unglaublich Leckeres. Kannst du überhaupt noch?
Klar, das ist ein bisschen Gemüse. Ist auch geil. Kozula 133. Schönen Gruß an Nadine von Sandlebensgartenkanal. Deine Samen sind genommen, werden eingepackt und gehen die Woche noch in die Post. Boah. Die sind aber sehr gut, ja. Mhm. So, die da ersparen wir uns. Die machen wir halt auch noch runter da zum Kochen. Das Rotkäppchen. Ich kann euch von dieser Sorte abraten. Also bei mir zumindest ist sie nichts geworden. Schmeckt nicht gut. Dann, ja, mei. Da geht es jetzt auch dahin, aber es hängt noch genügend drin. Na, sonst sieht man bei dir eine liegen. Da liegt eine, ja. Hier bei mir sieht man auch noch einige. Die letzten Zucchinis. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo ich sage, Himmel hilft, Gott sei Dank sind sie jetzt durch. Ich kann Zucchini nicht mehr sehen. Ja. Hängen sie bei den Ohren raus. Also, ist toll, Wahnsinnssache, es war eine Bombenernte wieder, aber irgendwann einmal kann ich keine Zucchini mehr essen. Geht nicht. Zucchini, ein paar groß werden lassen, kannst einlagern wie Kürbis. Für so Suppen oder sowas tut es dreimal. So, ums Eck rum. Erkennst du diese Pflanze? Schaut mir nach Grünkohl aus. Ja, es ist Grünkohl. Ich habe einen Grünkohlsblüm. Interessanterweise, der Hundling hat dieses Jahr nicht eine weiße Fliege. Nee, nix. Null. Wunderbar. Ich kenne noch ein paar Leute, die sind scharf auf Grünkohl. Denen werde ich da ein bisschen was abgeräten. Dann unter dem Grünkohl, den muss ich da auch immer wegernten, damit das andere hier noch ein Licht kriegt, haben wir noch, ich tue es mal exemplarisch eine raus, einige an rote Beete. Da, Tipp vom Davis vom Naschgarten, ich habe das jetzt mal enger gesetzt und nehme immer mal wieder eine raus, dann wächst der Rest wieder weiter. Auf kleinerer Fläche deutlich mehr Ernte als wie davor. Also ich muss sagen, merci David für den Tipp. Rote Beete werde ich in Zukunft immer so anbauen. Also nicht sauber in Reihen, sondern eher so Häufchen, so 3-4. 3-4, 3-4, 3-4. Und dann immer mal die größte raus und den Rest wachsen lassen. Schauen wir uns den Spaßkürbis an. Ne? Also ihr müsst jetzt halt, die Unordnung, das ist das unordentliche Eck, das was ich ansonsten nie zeige, verzeihen. Und dann, nein, es ist nicht so, dass bei mir nicht gearbeitet wird. Ich habe mehr Schubkarren, gell? Da liegt nur eine, draußen steht eine, da steht eine. Und jetzt eigentlich wollte ich die Schubkarre hernehmen. Ja, geh hin, seht, da wächst doch da was. Hier durch. Da haben wir gedacht, nur, das kannst du rausziehen, kein Problem. Und was hängt hier? Ja. Also, an dem Tag habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann arbeite ich halt heute nicht mehr, gell. Weil das ist ein eindeutiges Zeichen, wenn der Kürbis sagt, nee, die Schubkarre bleibt stehen, dann mache ich das halt auch. Bin ja brav. Nein, da irgendwann, ich sag, Kürbis war auch wirklich dieses Jahr Bombe. Ich habe, ach, da Flacken auf der Stier, Flacken bestimmt 15, 20 Stück. Kürbis, top. So, gehen wir ins Gewächshaus. Da schaut schon ein bisschen düster aus auf der einen Seite. Ja, da liegt auch noch Kürbis. Ja. Und da hinten drin liegt auch noch einer, sehe ich gerade. Den wirst jetzt du nicht sehen. Also, ich brauche keine Kürbisspenden, ich habe genügend. Aber ist gut. Glas Hokkaido, sau lecker. So, darin, ja, da geht es jetzt ziemlich dem Ende zu. Das wird auch die allererste Baustelle jetzt dann sein. Ich habe schon Jungpflänzle vorzogen, die kommen jetzt dann hier rein. Da gibt es jetzt dann noch einiges an Salate und so für den Winter. Und dann wird natürlich Feldsalat und sowas hier drin wieder anbaut.
Aber ja gut, die Kiwano-Pflanze 1, die hat es nicht gerafft. Die sind über. Aber wie man sieht, hier hängen noch die eine oder andere schöne Tomate drin. Die gibt es jetzt nicht zum Probieren. Ja, sind so Restle. Da lasse ich noch Fenchel aussamen, damit ich wieder Saatgut habe. Naja, gut. Hier gibt es nicht so viel zum Sehen. Schauen wir ins andere, da gibt es richtig was zum Sehen. So. Sieh mich gar nicht. Ja, das ist auch der Dschungel von Suriname hier. Ja, man hätte das Ganze ein bisschen gepflegter halten können, aber es war dieses Jahr eine leichte Katastrophe. Da hängt noch, ihr seht, da hängen noch Massen drin, also überall alles noch voll mit Tomaten, die was eigentlich nur wollen. Da oben alles voll, es ist auch, ich bin nicht dazu gekommen, dieses Ding hier rein zum Basteln, das hochbinden kann, das ist abknickt, das hat ihn nicht interessiert, die wachsen einfach weiter. Das ist da alles noch, alles so Johnny Prince. Da werde ich jetzt dann doch versuchen, mit ein bisschen Energie das Ganze am Leben zu erhalten. Entweder ich hau noch Pferdemist die Tage rein, dass es von dem her erwärmt, weil es wäre zu schade. Da möchte ich schon versuchen, dass ich einiges noch rausbringe und retten kann. Also Tomaten ohne Ende nachher drin. Wir nehmen, aber richtige Brocken und also richtig viel. Paprika das gleiche. Ja, da hinten. Ja. So richtige Johnnies noch drin. Ja. Und gar nicht zu knapp. Also da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, dass ich das noch irgendwie ein bisschen die Saison noch verlängern kann. Notfalls bei ganz schlimmen Temperaturen muss ich einen Frostwächter reinstellen. Also es rendiert sich dann doch. Also Paprikas. Paprika. Wir haben Paprika gegessen. Hier überall Paprika. Die sind jetzt noch nicht reif. Also es ist alles voll mit Paprikas. Und wie gesagt, wir haben schon viele gegessen. Hat mal, teilen wir uns mal eine. Mega lecker. Waren das die lila? Ja, die reifen jetzt auf die Farbe hin ab. Ich habe sie zuerst einmal lila gegessen, da waren sie auch schon gut. Jetzt habe ich sie so. Man kennt sie noch besser. Mhm. Gut, toll. Mhm. Saatgut ist vom Thomas, vom Tomatenflüsterer. Wenn ihr gute Saatgut wollt, geht's zu dem, der bringt euch super Sachen. Dann, ja, man kann jetzt nicht mehr erkennen, was ist hier Black Cherry und was ist eigentlich die Kiwano. Ich versuche mal eine zu finden. Diese komischen Nebengeräusche auf dem Mikrofon, das bin ich, weil ich gerade immer noch an der Paprika rummampfe. Freunde, ich finde keine. Da hängen welche drin, ich weiß es. Aber ich komme da jetzt nicht hin. Keine Chance. Wenn es soweit ist, schaut Instagram. Da sind sie auf jeden Fall drin. Und wir werden es euch mit Sicherheit die eine oder andere noch in einem Video zeigen. Mhm. Abrunden. Haben wir jetzt noch Black Cherry rein. Über dieses Gartenjahr kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay, wie geht es dann hier weiter? Das Gewächshaus in dem Sinne ist ja fertig. Kommt jetzt alles weg, kommen Winterbepflanzungen rein. Beim Drübrigen tue ich zwar auch was rein, aber vielleicht nicht so viel, weil da möchte ich vielleicht das Dach über den Winter machen. Das muss ich jetzt mal schauen. Aber das ist ja, ja im Endeffekt fertig, außer eben diese Konstruktion zum Tomaten hochziehen. Aber das ist alt jetzt nicht, also da wird es auf jeden Fall ordentlich Winterbepflanzung geben. Lehre aus diesem Gewächshaus, überdünge deinen Boden nicht. Man sieht es jetzt, die sind immer noch in einem sattesten Grün, was ihnen am Anfang ein bisschen das Problem geschaffen hat, dass sie zu mastig geworden sind. Also zu sehr Energie ins Blattwachstum und alles eingesetzt haben. Erst dann später und vielleicht deswegen auch zu spät sind sie in Blütenansätze reingegangen, aber der geht jetzt wirklich nur Kilos hängen. Aber ich krieg da schon noch einiges raus. Also. Und wir haben genügend Tomaten gehabt. Das passt. So, jetzt schauen wir uns noch die Hochbeettreppe an. Ich esse die Black Cherry auf dem Weg. Und dann haben wir schon für heute. Bis gleich. Alter. Ja.
Gut, Freunde, zum Abschluss ein Blick. Mama hat gesagt, ich muss es machen. Ich sollte euch die Gurke auch noch zeigen, gell? Oh ja. Da gibt es ein Bild, das blenden wir euch ein. Mama hat probiert, eine Gurke jetzt noch zu machen. Vielleicht wird es noch was. Die wird sie jetzt dann mühevoll drinnen weiterpäppeln. Sie hat 3 Gurkenansätze. Ja, man soll halt leider mal machen lassen. Gell? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, Fazit, Hochbeetreppe. Der Oberhammer, Wahnsinn. Muss mal da auch reinschauen. Also ich meine, hier summt's. Mhm. Kann man das erkennen? Ja. Ist der Wahnsinn. Der blüht ja wie verrückt. Das ist dieser Blue Moon Basilikum, ja, oder wie er heißt. Super lecker. Und hier hinten alles voll mit Paprikas. Aber in Mengen, wie man sich es nicht vorstellen kann. Aber weil hier draußen Problem. Oh. Das ist mein Freund, der Ohrenkrabbler. Echt? Mhm. Ich kann mal reinschauen, ob ich ihn finde, ob er drin hockt zum Schlafen. Ich kenne das. So ein Loch. Nein, er hockt nicht drin. Das ist in den meisten Fällen ist das wirklich. Wie heißt denn das Teil eigentlich richtig? Bei mir ist es halt der Ohrenkrabbler. Ja. Die machen ein Loch rein, nisten sich da drin ein und fressen das Ding von innen raus quasi auf. Hatte ich schon mal mit dem Atlantic Giant in der Größe, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Der hat ausgeschaut, als hat einer mit dem Kleinkaliber einmal drauf geschossen. War ein winziges Löchlein und innen drin war ausgehöhlt und 1000 Ohrenzwitzel drin. Na gut, Freunde, das war's, aber ich muss mich noch ein bisschen bedanken. Wir haben ein paar Pakete zugeschickt. Eins weiß ich sicher, von Matthias Hoffmann. Vielen Dank. Rest, Kameramann ist erst aus dem Urlaub gekommen und die Pakete kommen immer zu ihm zuerst. Wir haben es nicht geschafft, das jetzt rechtzeitig alles durchzuschauen. Kommt in einem von den nächsten Videos. Aber trotzdem schon mal an die Leute, die was das geschickt haben, vielen, vielen Dank. Wir werden es noch extra separat machen und euch mal, also was separat nicht, aber in einem von den nächsten Videos noch genau erwähnen, was kommen ist. Vielen Dank. Das ist eine absolut super Unterstützung, die was uns wirklich gut tut und die was wir echt gut brauchen können. Also, top Geschichte, freut uns. Dann, kleiner Ausblick noch. Jetzt waren wir ja nicht mehr ganz so aktiv die letzte Zeit, wegen Urlaub. Aber wir haben einiges auf der Pfanne. Ihr braucht nicht fragen nach Fische. Ihr braucht nicht fragen nach Frankie. Ihr braucht nicht fragen nach besonderen Sachen und ihr braucht nicht fragen nach Kochen. Ist alles in Planung und wird kommen. Es wird ein interessanter Gartengieseherbst und deswegen liken, teilen, abonnieren vergessen. Ciao, sagt der Gartengiesi.